Wenn mir etwas zur Last gelegt wird, dann das simple Streben nach Wissen. Tilg Abstufung, verstimme diese Seite und höre dann den Missklang. Alles träf auf offenen Widerstand, empört dem Ufer, erschwöllen die Gewässer übers Land, dass sich der Schlamm die feste Erde löste. Macht würde der Tyrann, der blöde Schwäche, rohe Sohn schlug seinen Vater tot. Kraft hieße Recht, nein, Recht und Unrecht, deren endlosen Streit Gerechtigkeit vermittelt, verlören wie Gerechtigkeit den Namen, dann löst sich alles auf nur in Gewalt. Gewalt in Willkür, Willkür in Begier und die Begier, ein allgemeiner Wolf, zwiefältig, stark durch Willkür und Gewalt, muss dann die Welt als Beute an sich reißen und sich zuletzt verschlingen. Dem Dramaturgen Shakespeare, Horace Reich, etwa 600 nach Bosporans Fall. Und so steht ihr an eurer Reling des Schiffes, ein kleines Beiboot, was gerade heruntergelassen wird, mit dem ihr euch dann gemeinsam mit dem ein oder anderen Mithelden und Kameraden, mit den angeworbenen Söldnern, rüber zu der Werft von eurem Geldgeber Ruben ibn Dahmani möchtet ihr fahren. Ja, die Dukatengardisten lassen das Boot gerade zu Wasser und auch die erste Leiter, die so nach unten gelegt wird. Naja, dann lasst uns mal ums Geld kümmern. Ich verstehe ihm ja noch nicht zugegeben, warum unsere Anwesenheit auf diesem, sagen wir, unangenehmen Schiff vonnöten ist. Wir gehen erst zu Dahmani, dann gehen wir auf das wunderbare Schiff. Sage ich doch, muss das denn wirklich Teil der Exkursion sein? Ein wunderbares Schiff. Nun ist euch frei, dich dieses zu unterlassen. Und euch alleine doll heucheln lassen? Bitte. Dafür muss ich euch doch tatkräftig unterstützen. Wo wären wir sonst? Nun, wechseln wir doch lieber das Thema. Ich habe unseren guten Rumpel mitgenommen. Wozu brauchen wir diese Kreatur? Nun, ich bin keine Kreatur. Ihr seid doch nicht so gemein zu unserem neuen, Perzeit, was seid ihr? Er ist unser Buchhalter, Zahlenmeister. Ich bin der neue Buchhalter. Seht ihr? Stellvertretend. Nun, ist das schon beschlossen? Ich habe noch Fragen zu Sulamin um. Je nachdem, wie er sich macht. Aber wusstest du, dass er die Eulen zahlen kann? Aha. Ihr ich weiß nicht. Die Eulersche Zahl, meint ihr vermutlich? Ja, ich weiß nicht, was eine Zahl mit Eulen zu tun hat, aber ich. Nichts hat es mit Eulen zu tun. Es ist ein Mathematiker aus dem Horasreich, der diese nun ja sehr explizite Zahl ersonnen hat. Aha, wenn ihr das meint, lieber Rumpel, das ist unser guter Abelmir, der kennt sich ja auch ganz gut mit Zahlen aus. Vielleicht macht ihr euch miteinander bekannt. Aber Vorsicht, er verrechnet sich gerne einmal. Ach, das ist eine desaströse Lüge. Nein, ein Hesindegeweihter hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Er hat die Klammer vor dem, ist ja auch egal, ich weiß das nicht so genau, was er gemacht hat, aber es war falsch. Nun, im Gegensatz zur rohen Kunst der Magie ist Mathematik nun schon eher Kunst als Wissenschaft. Nun, jedenfalls, Dr. Rumpel, wenn ihr uns in dieser Sache unterstützen wollt, solltet ihr die Sachlage kennen. Wie ihr sicher wisst, haben Dahmani und seine Kollegen ein Kopfgeld auf die Erlegung einer Dämonenache ausgeschrieben? Nee, ja, die Steckbriefe kenne ich sehr wohl. Die hängen in jedem Hafen. Die Handelshäuser Störrebrand, Zirkewist, Thergom, Klando und Erben, die Madabasari und die Dahmani. Nun, das ist sehr gut. Dann wisst ihr sicher auch, wie viel sie genau bieten. Die beglaubigte Vernichtung eines Keimlings bringt 3000 güldene Dukaten. Die beglaubigte Vernichtung einer kleinen Arche bis zu 20 Schritt soll 10.000 bringen und die von einer großen 40.000. Solltet ihr es tatsächlich schaffen, die Vernichtung der Plagenbringer, dann sollten das wohl eine 250.000 Dukaten sein. Nun, die Plagenbringer haben wir den Göttern so als geklagt noch nicht besiegt. Wohl aber die Wurzelkaiserin, die wir auf etwa 50 Schritt schätzen. Und nun ja, wir sind da, um Dahmani an sein Versprechen zu erinnern. Nun, wenn ich mich richtig informiert habe, dann seid ihr allerdings auch schon im Vorfeld in Schuldkreide gegangen, korrekt? Davon ist mir nichts bekannt.
Nun ja, aber das stand in den Büchern. Man kann das sicherlich verrechnen. In der Tat hat das Handelshaus Darmani eine großzügige Gabe von 10.000 Dukaten mit der vagen Erwartung einer Zurückzahlung gemacht. Zumindest sagen die Bücher des Gerealen Greifenmundis, was auch immer er damit meint. Nun, das ist so nicht ganz richtig. Diese Summe war an keine Bedingung geknüpft. Aber natürlich ist damit zu rechnen, dass er dieses Thema aufbringen wird. Von einer Rückzahlung war nie die Rede. Nun ja, er ist Händler. Ja, sicher. Er wird seine eigenen Gräume haben. Nun, das Stück wie unseren Gräumen gegen seine Gräume. So ist es richtig. Jede Mannschaft Gräum. Braucht einen guten Gräum. Gräum sticht Gräum. Oder? Nun, ich denke, wir sind in der glücklichen Position, dass es auch in Dachmanis Interesse sein wird, dass wir unsere Mission weiterverfolgen können. Aber gewiss wird er uns das Geld nicht nachwerfen. Naja, solange unser Grollen besser ist als seine, sehe ich doch da kein Problem. Ich denke, es könnte sich lohnen, die Kosten-Nutzen-Rechnung für ihn noch einmal zu verdeutlichen. Schließlich erwarten wir von ihm eine Summe, die sehr viel geringer ist als die Ausstattung eines kompletten neuen Handelskonvois. Wenn wir also ihm glaubhaft machen können, dass wir auch nur einen einzigen dieser vor der Vernichtung bewahren konnten, sollte das hoffentlich darlegen, dass wir das bessere, wie nennt man auch gleich, für Investment sind. Gelegenheit plus Instinkt gleich Profit. Ich habe irgendwie im Kopf, dass wir da gleich mehrere Gräume miteinander kämpfen sehen, aber ich glaube, so spannend wird das nicht. Nun, ich vermute eher, es wird ein Duell der Tinten werden. Ich überlege gerade. Er hat uns damals 10.000 Dukaten zur Verfügung gestellt, großzügigerweise. Und zustehen würden uns 40.000. Wie weit würden wir mit 30.000 kommen? Oder auch nur mit 10.000? Wie lange könnten wir die Mannschaft, so wie wir sie uns stellen, damit bezahlen? Im derzeitigen Zustand? Etwa ein halbes Jahr? Etwas weniger. Nun, ich würde hier den ganz einfachen Prinzipien folgen. Viel hilft viel, von nichts kommt nichts und was weg ist, ist weg. In dem Fall ist unser Geld fast weg. Deshalb hilft viel Geld von ihm, uns natürlich auch viel Effekte auf die blutige See zu haben, denn von nichts kommt nichts und wenn wir nichts tun, dann tut es keiner. Und vergesst nie die erste Regel des römischen Handels. Sobald ihr sein Geld habt, gebt es nie wieder zurück. Nein, das ist nicht die erste Regel. Geld und Gold, das mag ich sehr und ich gebe es nicht wieder her, das ist die erste Regel. Wo habt ihr denn gelernt? Bei den Gräumen. Bei welchen Gräumen? Wollt ihr mir jetzt meine eigene Kultur erklären? Und offensichtlich. Aber ich habe eine viel bessere Regel, wenn wir jetzt hier schon Phrasen dreschen. Krieg ist gut fürs Geschäft und Frieden ist gut fürs Geschäft. Alles ist gut fürs Geschäft. Nun, das hängt wohl davon ab, was man verkauft. Ja, Boltax? Die habe ich von Rafim gelernt. Die erste Regel ist, man spricht nicht über den Boxclub. Ich schaue mich um nach einem Beiboot, nach weiteren, wo ich umsteigen kann. Nein, es kennt da. Schade. Verdammt. Boltax. Ja. Du hast die Regel nicht verstanden. Oh. Ich merke gerade. Naja, dann berufe ich mich auf die zweite Regel und bin jetzt ruhig. Ja, sehr gut. Und ich wollte noch mal anmerken, wir wollen ja nicht ewig mit einem Schiff hier rumtuckern. Also wird das vermutlich auch teurer. Also, ja, Boltax hat recht. Mehr Geld hilft. Wir hatten ja darüber nachgedacht, unsere Flotte zu vergrößern. Was wir auch schon haben. Wir haben 3 Schiffe in Al-Anfa, wovon die Drachentöter nun das Flaggschiff ist. Wenn die Drachentöter nicht auf den Beinen ist, dann können wir keins dieser Schiffe in den Kampf führen. Ich habe bereits einen Brief an Kiaras aufgesetzt. Ich denke, Janka wird ein guter Treffpunkt sein. Es ist nicht zu südlich und nicht zu nördlich. Das heißt, wir bleiben flexibel, in welche Richtung wir aufbrechen wollen. Ja, da habt ihr recht. Außerdem, der Süden ist ja schön um diese Jahreszeit.
Und die Elefanten müssen untergebracht werden. Richtig, richtig. Habt ihr ihre Haufen weggemacht? Wofür haben wir denn diese komischen Seeschüler? Ich vermute nicht. Ich kann einen Humus-Elementar beschwören, der das ganz von alleine macht. Ihr wollt euch um die Elefanten kümmern. Also kümmert euch um die Elefanten. Nun gut, ich beschwöre einen Humus-Elementar. Oder ihr weist die Eleven an, dies zu tun, was ihr nicht tun wollt? Ein Humus-Elementar. Es ist eure Entscheidung. Also, Abelmi, jetzt kannst du dich nicht beschweren, du wolltest die Elefanten ja nicht. In der Tat, ich sah diese Probleme voraus, die daraus entstehen könnten. Ja, 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 können wir jetzt endlich darüber schippern, damit wir ein bisschen Kohle verdienen. Es steht nichts dagegen. Ruder etwas schneller. Ich hätte schon mal den Ruder vor mir. Ja, so könnt ihr gemeinsam am Seehafen vorbei, in Richtung des alten Kriegshafens und auch an diesem vorbei. Vor euch an der Anmündung des grünen Manadis könnt ihr dann noch den einen oder anderen Fischer erkennen, der wohl die Nacht über draußen auf dem Meer war, wohl nicht allzu weit draußen. Magerer Fisch, der da wohl in den Netzen hängt, keine große Ausbeute und selbst die Ausbeute, die er hat, sieht nicht allzu gesund aus. Könnt ihr dann euch vorbei an den ganzen Fischerbooten durchtasten, einige Maraskaner, die euch auch von dort aus noch irgendwelche Waren anbieten wollen, feine Tuche oder Seidenstoffe, vielleicht auch einige Drogen, die sie dann auch mit euch handeln mögen. Aber so an ihn vorbei geht es zur großfürstlichen Werft, wo ihr tatsächlich dann eben auch das ein oder andere Schiff in einem Trockendock erkennen könnt. Und wenn ihr dann den Fahnen, den Wimpeln folgt, könnt ihr wohl erkennen, wie dort auch das Wappen der Dachmanis aufgebildet ist, zu dessen Pier ihr dann hinrudert, entweder rudern lasst oder aber selbst rudert. Und könnt euch dann anlegen und von Bord steigen. Währenddessen kommt da schon der ein oder andere Thulamide euch entgegen, plappert auf seiner Sprache und fragt dann, was ihr denn hier wollt. Assalam alaikum. Assalam alaikum assalam, Effendi. Ruban ibn Dachmani sollte uns erwarten. Wir hatten uns brieflich angekündigt. Ah, Gorosa Ruban. Ja, komm mit. Und auch wenn sie euch nicht kennen und der ein oder andere noch schwere große Säcke auf seinem Rücken transportiert, könnt ihr dann wohl den ein oder anderen besseren Bediensteten erkennen, der euch dann in Richtung der Kontore bringt. Über eine Treppe nach oben könnt ihr dann wohl in die Büroräume treten von Ruban ibn Dachmani. Und unter euch dann über eine Galerie könnt ihr dann auch sehen, wie dort viele, viele Waren herumstehen, die dann von den Thulamiden landen, in alle anderen Weltteile gehandelt werden. Natürlich auch das Typische, was man dann eben hier auch aus den Thulamidenreichen bekommt. Alles wohl aber auch irgendwie eingepackt. Es duftet ziemlich gut. Und unter euch wuselt und wimmelt es wie Ameisen. Währenddessen kommt dann Ruban ibn Dachmani mit seinem stattlichen Rauschebart und seinem Turban auf euch zu, streicht sich noch einmal über sein Gewand. Ihr könnt da wohl auch die Schwertscheide sehen, in dessen, wohl aber auch keine Klinge oder so etwas steckt. Man hört wohl Gerüchte munkeln, vor allem im Maraskaner Viertel, dass er ein unsichtbares Schwert führt. Und während er sich dann seinen Bauch etwas hält, wohl auch gerade wieder über irgendeinen Witz lacht, kommt er dann auf euch zu. Meine Freunde. Kommt ran. Ruban ibn Dachmani, der weltberühmte Rieslandfahrer. Was für eine Freude, euch endlich zu treffen. Ja, ich habe schon viel von euch gehört. Kommt ran. Setzt euch. Und dabei deutet er auf Sitzsäcke, die am Boden liegen, und setzt sich dann selbst mit seinen gewaltigen Pluderhosen und seinen merkwürdigen Schüchen, die er da an sich trägt, und lässt sich dann eben hinsetzen. Schickt dann erstmal andere Bedienstete raus, die euch dann hierher geführt haben, sodass ihr dann erstmal alleine seid. Sein Gesicht ist trotz des Bartes ziemlich wettergegerbt und voller Falten, aber er strahlt, wenn er euch sieht. Vor allem seine Augen strahlen. Oh, Sohn der Großzügigkeit, vielen Dank. Das sieht sehr bequem aus. Einen prächtigen Turban habt ihr da. Ah, du musst Boltak sein. Ich habe schon viel von euch gehört. Mein
Sohn sprach selbstverständlich vor einigen Tagen bereits mit euch. Ja, bei unserem letzten Besuch hatten wir leider noch nicht so viel zu berichten, wie wir euch versprochen hatten. Aber inzwischen waren wir bis weit im Süden und da dachten wir uns, nun, es ist viel passiert und wir kommen nicht mit leeren Händen. Meister Abelmir, setzt euch. Wir haben uns lange nicht gehört. In der Tat. Ich bin erfreut, dass ihr noch meinen Namen kennt. Selbstverständlich. Sehr erfreut. Ich habe bereits gehört, dass ihr Meister Yalan zurücklassen musstet. Nun ja. Ein unglücklicher Umstand, ja. Er ist zu seinen Göttern gegangen, zu seinem Gott, besser gesagt. Nun, auch das ist nur eine weitere Expedition. Er strahlt wenn, wieder. Wenn ihr das so sehen wollt, dann teile ich eure Auffassung, aber nun ja, es ist trotzdem ein herber Verlust, könnte man sagen. Das ist es. Eine Art einen wohltrefflichen von Charakter. Sagt, habt ihr Eldar und Korbas mitgebracht? Oh nein, wir sind glücklich ohne ihn. Schade. Ich hatte erst vor wenigen Wochen ein weiteres Gemälde von ihm erstanden. Oh, ihr seid im Besitz eines echten... Mehrere. Ich habe einen ganzen Flügel mit Bildern. Aber ihr habt etwa keins? Nein, ich habe keins. Nicht? Selbst ich habe eins. Das ist nicht so besonders. Nun, ich möchte nicht wissen, wo ihr es hier habt, aber wie auch immer. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht wirklich zu bewundern und zu würdigen, vermute ich. Doch. Kann ich euch etwas anbieten? Ein Tee? Oh ja. Wie wär's mit einem Kaffee? Aus Oturia. Ihr seid wahrlich weit gereist, dass ihr die oturische Bohne zu schätzen wisst. Oh ja. Mit etwas Ziegenmilch und etwas Zucker, wenn ihr gestattet. Oh, ein Connoisseur. Ihr seid wirklich weltgewandt. Ein echter Kosmopolit, könnte man sagen. Rafim. Oh ja, habt ihr ein Stück rohes Elefantenfleisch? Warte einen Moment. Rafim, holt doch etwas Ziegen. Nein, nicht euch. Verzeiht, mein Diener heißt Rafim. Rafim, du hast Meister Abelmir gehört. Er möchte etwas Ziegenmilch, guten Zucker und uturische Bohne. Ich würde diesen Kaffee auch sehr gerne einmal versuchen. Ein Schluck kostet eine Dukate, aber nun, wir haben sicherlich andere Dinge zu tun, als über Geld zu sprechen. Eine Dukate, tatsächlich. Dann haben sich die Preise dabei von Süden aus sehr verdoppelt. In Alanvana Hafen zahlt man dafür kaum 5 Oreal. 5 Oreale? Nun, Sie haben vielleicht andere Wege gefunden, den Kaffee nun zu transportieren. Der Weg ist immer noch gefährlich. Die Sargasso-See, die Seeschlangen, die Rirgits. Ihr müsstet wissen, wie die Schiffe verschlungen werden. Und dann, wenn man angelandet ist und versucht dort eine Kolonie zu betreiben, dann kommen die Ureinwohner und opfern einen auf Blutaltarstein. Da lobe ich mir das Riesland. Wusstet ihr eigentlich, dass ich schon öfter mal in Rakshasastan war? Wir hörten davon, ja? In der Tat. Eine formidable Tat. Ja. Unglücklicherweise konnte immer noch niemand eine Möglichkeit finden, den Weg zu, sagen wir, stabilisieren. Das ist richtig. Nun, aber ja, ich habe einige Kaffeehäuser hier, nicht nur hier, sondern auch im Horasreich etablieren können. Die Nachfrage ist tatsächlich gewaltig, muss ich sagen. Ein interessanter Geschäftszweig. Ist sehr, sehr, sehr lukrativ, vermute ich. Man kann fast alles dafür verlangen. Exotische Getränke. Ja? Nun, daran sieht mir, dass wir einfach nicht mit eurem Handelsgeschick mithalten können. Wir haben Zimt aus dem Süden mitgebracht, aber an diese Bohnen haben wir nicht gedacht. Das habe ich schon gehört, dass ihr auf dem Markt Zimt verkauft. Wäret ihr doch direkt zu mir gekommen, ich hätte euch einen besseren Preis gemacht. So musste ich auf dem Maraskana-Viertel nun alles ankaufen. Oh, ich hätte da eine gute Idee für eure Kaffees. Etwas Kürbissaft hinein. Ich wette, die Frauen sind ganz verrückt danach. Nun, das werden wir ausprobieren. Wir haben natürlich auch einige Kürbisse hier. Dazu könnte ich sicherlich... Rafim, bringt doch etwas Kürbissaft. Oh ja, und für mich ein Angbarer Bier, wenn ihr eins habt. Wir haben. Hervorragend. Das müssen wir extra anschlagen. Dann gebe ich euch das Rest des Bierfässchens gleich mit.
Oh, wunderbar. Das wird hier sonst nur schlecht. Bitte so freundlich mit uns zu teilen, wie viel ihr von dem Zirn von den Maraskanern gekauft habt. Wir haben alles gekauft. Alles? Die ganzen ein Viertel Quader? Ja, warum nicht? Großartig. Die werden dann direkt auf die Kamele verladen und von dort aus, das meiste geht nach Fasar. Einiges dann noch nach Rashtul, aber nun. Die Maultiere sind bereits los und die Kamele warten noch. Also, seid ihr hier, um großartige Geschichten mit mir zu teilen? Ihr Söhne der Wankelmut. Oh ja. Nun, das hatten wir euch immerhin versprochen. Und es gibt wahrhaft viel zu erzählen. Wollt ihr Boltax? Nun, ich würde einmal anfangen. Nun, aber vielleicht wäre das fast eine Geschichte, die Rafim besser erzählen kann. Unser glorreicher Sieg bei den Blutspielen. Och, also... Naja, gesiegt haben wir ja nicht. Wir sind weitergekommen als alle anderen. Rafim, das ist doch was. Du musst das hier gut verkaufen. Also, es begab sich vor langer Zeit, dass wir in Al-Anfa gewesen sind. Also, mal vor ein paar Monaten. Und zu dieser Zeit war Unruhe in der Stadt. Und diese Unruhe, die lag daran, dass die Granden sich irgendwie ein bisschen in die Haare bekommen haben. Aber dann gab es die Blutspiele. Na? Und was das ist, das erklärt Rafim jetzt besser, weil er ja aus Al-Anfa kommt und das irgendwie auch seine Spiele waren. Also, ich denke, ihr habt mit Sicherheit schon mal davon gehört. Aber, wir Basaltfäuste sind natürlich beste Einheit auf dem gesamten Kontinent. Dementsprechend ist es recht schwierig, Leute zu finden, die uns schlagen können. Im Sinne der Sicherheit haben wir also beschlossen, einander zu testen. Meist macht man das Ganze mit viel Vorbereitung, aber ich hatte ja diesen Haufen hier. Also haben wir uns darauf eingelassen, einen Einbruch zu planen, möchte ich fast sagen. Willst du weitermachen oder soll ich? Naja, wir sind zum Fex-Tempel hingegangen, denn wir haben uns hier überlegt, wer kennt sich besser mit Einbrüchen aus als die Leute vom Fex-Tempel. Damit möchte ich nicht sagen, dass alle Fex-Diener Diebe sind. Nein. Auf jeden Fall sind wir dann hinabgetaucht in die unterirdischen Gänge, die auch die Handborons für ihre, geheimen Bewegungen unterhalb der Stadt verwendet. Wir sind geschlichen durch finstere Kavernen, durch dunkle Tunnel und auf einmal hörten wir etwas. Wir haben uns entschieden, uns aufzuteilen. Die Hälfte in die eine, die andere Hälfte in die andere Richtung. Nun, ich ging mit Rafim und, wer war noch dabei? Zulamin, nicht wahr? Und die anderen sind in die andere Richtung gegangen. Abelmir, wollt ihr nicht erzählen? Ich war nicht bei euch dabei und meine Informationen wären nur zweiter Hand. Nein, ich gebe gern weiter. Ich kann mich nicht recht erinnern an diese, Geschehnisse, könnte man sagen. Wie könnt ihr das vergessen haben? Es war so ein Glück, dass wir dort unten unterwegs waren, müsst ihr wissen, Ruban. Denn obwohl wir eigentlich wegen der Blutspiele dort waren, konnte die Gruppe, die mit Abelmir ging, einen Paktierer bei einem finsteren Ritual aufstöbern. Man möchte fast sagen, dass das die größere Heldentat war in diesem Kontext. Nun ja, ich bin ein bescheidener Mensch, wie ihr wisst. Wir anderen drei hingegen kämpften uns vor... Nun, nicht bis ganz zum Patriarchen. Ich kämpfte gegen den Schwertmeister Lucan Queseda. Gewiss habt ihr von ihm gehört. Boron nahm ihm das Augenlicht und gab ihm dafür die Gabe, über die physischen Dinge hinauszusehen. Ich habe verloren, aber es war wahrhaft ein Erlebnis. Und nun ja, Rafim hat gegen seinen eigenen Großmeister gekämpft. Ja, also die anderen haben sich um die Brüder und Schwestern gekümmert, die noch nicht so erfahren sind. Und ich bin ins Duell getreten. Wobei ich sagen möchte, es war leider nicht knapp und ich habe ziemlich auf die Schnauze bekommen. Aber ja. Wie Boltax sagt, Rafim hat das weiter geschafft als alle vor ihm. Das stimmt.
Ich habe so einen Handborons-Attentäter zum Tanzen gebracht. Ich habe nicht viel geleistet an dieser Stelle, aber das lag einfach daran, dass ich so langsam war. Die anderen sind immer vorgelaufen und ich habe mich hinterhergeschleppt und... Naja. Solch spannende Geschichten, wie ihr immer erzählt. An euch ist, an den einen oder anderen ist sein Halmer Mujim verloren gegangen. Der ein oder andere sollte eventuell lieber zuhören.